Weißt du, wer das gerade war? Nein. Dann wissen wir vielleicht, wer das gerade war. Habt ihr eine Idee? Habt ihr nicht richtig gesehen? Dann verrate ich es euch mal. Das waren Grilla und Stuvur aus Island. Weiß jemand von euch, wo Island liegt? Ich habe hier eine Weltkarte. Weiß jemand, wo Island liegt? Der Nähe von Grönland. Ich zeig mal ganz weit oben. Das ist eine ganz kleine Insel. Und daher kommen Grilla und Stuvur. Und weil es in Island in diesem Jahr so warm ist, haben die beiden. Genau, ja. Deshalb wollen die beiden bei mir Weihnachten feiern. Jetzt erkläre ich euch mal, was es damit auf sich hat. In Island gibt es sage und schreibe 13 Weihnachtsmänner. Naja, eigentlich sind es keine Weihnachtsmänner, es sind Weihnachtstrolle. Und die Mutter von ihnen ist die jahrhundertealte Trollfrau Grilla. Und ihr werdet nicht glauben, aber die lässt ihre 13 Söhne niemals aus der Trollenhöhle raus. Außer im Dezember, wenn es draußen so richtig kalt ist, dann wird ihr Herz ein bisschen warm und sie lässt ihre 13 Söhne in die Stadt wandern. Das ist ein sehr, sehr weiter Weg für die Jungs. Aber sie freuen sich immer schon so sehr, endlich mal aus der Höhle rauskommen zu dürfen. Mit ihrer Mutter haben die 13 nicht gerade das große losgezogen, denn sie ist eine echte Rabenmutter. Sie nörgelt ständig an ihren Kindern herum. Mann, lass mich jetzt in Ruhe hier! Seht ihr? Habe ich doch gesagt. Außerdem ist sie eine sehr schlechte Köchin. Und sie lässt ihre 13 Söhne niemals aus der Höhle zum Spielen. Vielleicht ist die Wohnung deshalb so dreckig und stickig. Und die Trolle, die kommen nur raus, wenn es richtig dunkel ist. Weiß einer von euch warum? Nein, das ist nicht der Grund. Es gibt einen ganz triftigen Grund, warum die Trolle nur im Dunkeln rauskommen. Wer weiß das von euch? Weil sie nachtaktiv sind. Weiß es noch jemand? Haben die Erwachsenen eine Idee? Richtig, die Trolle versteinern nämlich, wenn sie ans Sonnenlicht kommen. Aber das ist im Dezember in Island kein Problem. Und weiß jemand warum das kein Problem ist auf Island im Winter? Genau, weil es da immer dunkel ist. Da scheint die Sonne höchstens 4 Stunden am Tag. Und die Kinder legen jeden Abend, 13 Tage vor Weihnachten, einen Schuh ins Fenster. Das machen ja unsere Kinder in Deutschland auch, wenn der Nikolaus kommt, nicht? Aber wenn die Kinder nicht artig sind, was legt denn dann der Weihnachtsmann oder der Nikolaus in den Schuh? Eine Rute. Und in Island, da legt er eine alte Kartoffel rein. Stell dir das mal vor. Kartoffelstempel. Aber manchmal hilft es, wenn man dem Weihnachtsmann etwas Süßes neben den Schuh legt. Und dann kriegt man vielleicht auch, wenn man nicht artig war, was Schönes. Ach ja, und dann habe ich noch wen vergessen. Jetzt kommt die Weihnachtskatze. Das ist die Weihnachtskatze. Ihr werdet es nicht glauben, diese Katze frisst manchmal Kinder. Und zwar alle Kinder, die nicht artig waren. Oder auch die Kinder, die keine neuen Kleidungsstücke zu Weihnachten bekommen haben. Aber keine Sorge, dazu müsst ihr euch die Katze erstmal schlagen. Deswegen packe ich sie mal lieber wieder rein. Also, jetzt müsst ihr mal rechnen. Wenn es 13 Weihnachtsmänner sind, die 13 Tage vor Weihnachten kommen, wann kommt dann der erste Weihnachtsmann? Am 11. Genau, am 12. Und am 12. kommt der Stekkjarsloy. Das war natürlich isländisch, auf Deutsch heißt der Scharfschreck.
Das ist der ältere von allen. Der hat sehr, sehr lange Füße. Und er mag am liebsten Schafsmilch. Und deshalb sollte man ihm etwas ins Fensterbrett legen, was man aus Milch produzieren kann. Wer weiß denn, was man aus Milch produzieren kann? Käse. Richtig. Dem legt man ein Stück Käse hin und dann kriegt man bestimmt was Leckeres. Am 13. Dezember kommt der Giljagöit. Das ist der Schaumschuck und der ist der größte von allen Brüdern und der allerstärkste. Und er läuft am liebsten durch dunkle, tiefe Schluchten. Und er mag vor allem die Weihnachtskatze. Am allerliebsten mag er den Schaum auf der Milch. Am liebsten, wenn sie noch frisch ist. Und deshalb sollte man ihm ein Glas Milch ins Fenster stellen. So. Ich muss dich jetzt runter. Und welchen haben wir heute? Heute ist der 14. Dezember und heute kommt, hat sich jemand den Namen gemerkt, ich habe ihn mal am Anfang schon mal gesagt. Heute kommst du, Würr, das ist der Kurze. Man nennt ihn das und der Stuhür, der ist der kleinste von allen. Und deshalb muss er sich rechtzeitig auf die Beine machen. Denn in Island gibt er mit immer ganz, ganz viel Schnee. Und da muss man mit so kurzen Beinen erstmal durchstampfen. Aber der Kleine hat ein sehr großes Herz. Und ihr habt ja gesehen, er ist auch bei uns schon angekommen. Hallo, Stuhür.